Hallo und herzlich willkommen zurück bei City Skylines in einer neuen Aufnahme. City Skylines, sollte ich eigentlich sagen. Es wäre angemessener. So, und wir starten im Startmenü, im Menü der Start, weil ich wollte mal ganz kurz nochmal in die Inhaltsverwaltung gucken und habe ein paar neue Sachen. Ich muss mal ganz kurz gucken, ich habe ein paar neue Mods. Hier, das habe ich ja ausgeschaltet, ich erinnere mich. Extended Public Transport Hard Mode, wo habe ich denn ganzen neuen Sachen jetzt? Ich habe doch noch ein paar Sachen hier. Terraform Tool habe ich ausgemacht. Toggle Traffic werde ich erstmal auslassen, weil ich möchte, also die Traffic Lights, die Ampeln, die würde ich gerne erstmal alles normal lassen. Bei Objekten habe ich eine Menge hinzugefügt, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe von ein bisschen durch Steam geguckt. Und wie man sieht, ist hier alles aktiviert. Ach ja, ist schon alles aktiviert. Okay, Enterprise Park ist schon aktiviert und Recycling Center ist schon, neuer Friedhof ist aktiviert und ein paar neue Kreuzungen, eine Synagoge ist aktiviert, Pizzaslot, der gute alte Pizzaslot und auch der Garbage Atomizer. Statt der Müllverbrennungsanlage gibt es jetzt auch was Besseres, was auch ein bisschen sauberer arbeitet, das ist der Garbage Atomizer. Ich dachte, das wäre vielleicht ein bisschen zeitgemäßer als einfach so eine speckige Müllverbrennungsanlage. So, ein Dingens, eine Garage, wie heißt das nochmal hier, Parkhaus. Ein Parkhaus, Marina Bay und ein Ikea gibt es jetzt auch. Sunken Plaza kennt man, glaube ich, Zechenteufel hat man letztes Mal schon. Ich glaube, hier unten, da Landhandel, hier unten sind so die neuen Sachen. Big Turbine, City High-Rise Building, Circles and Rings Neighborhood für den geschwungenen Bau einer geschwungenen Nachbarschaft. Small, Simple Roundabout, ja, verstehen wir uns. Casa Moderna, aktualisiert, New Suspension, Recycle Bin, Papierkörbe für den anderen Mod, Waterfront Park und Clear and Bright. Ja, das ist alles. Ich wollte es mal kurz sagen. Jetzt setzen wir das Spiel mal fort und ich weiß schon gar nicht mehr. Wir waren hinten bei dem komischen Gebiet. Ich muss zugeben, ich finde diese olympischen Ringe da hinten ja doch irgendwie hässlich. Yeah! Ladebildschirm! Yeah! Kreuzung platzieren. Bauen Sie ein paar im Objekteditor. Verwenden Sie so ein Spiel so oft Sie wollen. Wir können unsere Deadmaus-Kreuzung, tatsächlich unsere Autobahnabfahrt im Objekteditor bauen. Aber ich finde das immer besser, wenn man die selber dran baut. Auch wenn es ein bisschen... Es sieht dann nicht immer so hundertprozentig kreisrund aus und ein bisschen komisch. Aber es funktioniert super. Yeah! Der lädt jetzt ein bisschen länger, glaube ich, weil wir 50 Milliarden Mods drin haben. Kann das sein? Hallo? Ladebildschirm? Tut sich überhaupt noch was? Doch, jetzt ruckelt es ein bisschen mehr als sonst. Das ist ein gutes Zeichen. Ich hätte vielleicht schon vorher laden sollen, aber ich wollte gerade noch die Mods zeigen, die jetzt drin sind. Ich hoffe nur... Hallo? Na? Ich glaube, der Vogel ist tot. Der Ladevogel ist tot. Jetzt hat er... Der blaue Balken hat sich ein bisschen bewegt. Das ist der Ladebalken-Simulator 2015. Der ist hier direkt mit integriert. Ist auch eine Mod. Ist einfach auch eine Mod. So, jetzt lad mal schneller. Vielleicht liegt es daran... Jetzt ist auch egal, woran es liegt. So, wie sieht's aus? Muss noch ein bisschen laden hier, die Texturen und so, aber sonst geht's, ne? Ja, sonst geht's. Was ist da hinten? Ein Gebäude ist abgebrannt. Geschwindigkeit sonst okay? Ja, ab und zu hakelt er ein bisschen. Ja. Ich habe jetzt auf OpenGL umgestellt, übrigens, das Spiel, damit ich das auch richtig streamen kann in Zukunft. So, hier hat man das ja so gemacht, da hinten... Warum sind denn da... Hä? Hä, was ist denn hier los? Warum sind die Häuser denn da tot? Hä? Görlitzer Park, was macht die Kriminalität? Sieht gut aus, glaube ich. Ei... Das ist aber merkwürdig. Das lief aber letztes Mal, als wir das Spiel verlassen haben, lief hier alles rund. Und das hier war auch nicht zu sehen. Also irgendwie ist hier doch eine Soße drin, glaube ich. Da brennt es schon wieder natürlich. Ich wollte hier noch eine kleine Autobahn hinmachen, ne? Eine kleine Autobahn. Einen kleinen Kreisverkehr. Woran hakelt es denn da gerade? Sind das... Ach, hier so ein Motorradfahrer oder was?
Vielleicht müssen wir auch gerade erstmal ins Spiel reinkommen. Ich weiß es gerade nicht. Lass uns mal überraschen. Jetzt stehen die aber schon wieder da. Ich muss sie ja mehr gerade ausscheuchen, glaube ich. Dann halt, die ganze Schlange hält an, weil da einfach so eine popelige Vespa über die Ampel will. Okay, ich würde sagen, das ist doch ein Fall für... Da haben wir natürlich den Bahnhof, da haben wir noch so einen Bahnhof. Das ist vielleicht nicht so geil, dass wir so viele Bahnhöfe haben, aber wir tun mal einfach so, als wäre das ganz cool. Als würden wir wirklich mehr rauskriegen. Huch, hey, ich hab doch gesagt, hier. Okay, ich mach da, weißt du was, ich mach da auch einen Kreisverkehr. Das ist doch jetzt nicht mehr schön. Also ganz ehrlich, Freunde, ganz ehrlich. So, ich schau mal ganz kurz, was haben wir denn, was haben wir hier alles am Stissel? Das hier ist, glaube ich, zu übertrieben. Ich weiß ja schon gar nicht mehr, was wir da alles haben. Oh, der würde gehen. Der würde gehen. Der wäre sogar perfekt, glaube ich. Am liebsten würde ich den einfach kopieren und rübersetzen, weil er wirklich sehr klein und formschön ist. Aber vielleicht mache ich mal eben, ich mache mal eben den hier. Ciao. Ciao, ciao. Und dann mache ich mal, wo ist denn die, da ist die Kreuzung. Ciao, 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 ciao. Nein. Ich hoffe, das passt einigermaßen. So, das ist nämlich das Richtige und dann müssten wir theoretisch, haben wir noch hier einfach, das ist einmal die normale, ne? Ist das, ist keine Autobahn? Das müsste so ein hier sein, ne? So. Nach da oben könnte man theoretisch auch machen. Da hätten wir wieder den Deadmau5-Effekt. Das könnte man theoretisch auch machen. Aber erstmal will ich jetzt ganz kurz noch die Schienen. Erstmal wieder reinkommen gerade. Schienen! So rüberbauen geht nicht, ne? Komischerweise kann ich hier so draufbauen, aber dann da nicht weiter. Aber will ich natürlich nicht. Ich will natürlich, dass die Züge drüber fahren. Deswegen würde ich sagen... Ciao, ciao! Okay. Wie viel haben wir denn da gebraucht? Warte mal, wie viel haben wir denn hier gebraucht? Den Abstand? Das ist ja nicht so viel. So, theoretisch sollte das gehen. Okay, das klappt ganz gut. Hier unten die Kreuzung ist halt noch scheiße. Da kann man nichts machen. Es sei denn, wir bauen natürlich eine Brücke darüber oder hier eine Brücke rüber. Das war vielleicht ganz praktisch. Dann müssten die alle erstmal nach unten absickern. Aber generell, es sieht nicht nach einem Problem aus hier staumäßig. Sieht eigentlich ganz gut aus. So, das Ding da sollte sich... Alter, willst du mich verarschen? Von, die sind alle nur auf einer einzigen Spur. Aber die kleckern doch da alle weg. Das liegt natürlich an diesem Ding hier. Das Ding hier ist echt ein Problem. Guck dir das mal an, wie die alle rumhängen gerade. Das Ding ist echt ein Problem. Wir müssen die Bahnstrecke vielleicht versetzen. Wir müssten die Bahnstrecke vielleicht hier nach oben versetzen und dann machen wir das mit den Dingern so ein bisschen anders. Ich könnte mal versuchen, den Frachthafen wirklich nach hier oben versetzen, aber andererseits, die Fabriken hier freuen sich ja, wenn die nah dran sind. Das ist blöd. Also die hätten eine eigene Auffahrt brauchen, so schwupp, schwupp, so ein, auch wie hier. Also die Ladehöfe bräuchten sowas hier. Oh. Ich höre Handy-Störgeräusche. Ich lade mein Handy auf. Sekunde. Jetzt lade ich es weiter hinten auf. Und hoffe, dass das Kabel keine Regler verdreht hat. So. Okay, da kommt auch gerade die volle Kanone. Das ist echt ein Problem. Der Ladehafen ist schuld.
Ach du Scheiße, willst du mich verarschen? Letztes Mal sah es so gut aus hier. Das wäre alles Kacke. Alter, die Stuckenborstler, die haben einfach so ein busy Ding laufen. Das gibt's gar nicht. Und wir waren ja eigentlich noch komplett woanders. Wir waren ja unten. Und ganz ehrlich, ich finde diese Gegend scheiße. Erstens, was ist das denn hier? Ich kann mich mit dieser Gegend nicht anfreunden. Ich weiß nicht warum. Ich bin einfach kein Fan davon. Ich könnte hier natürlich noch weitere Gebiete hinmachen. Das würde natürlich gehen. Was? Keine Ahnung. Einfach nur, damit wir da ein bisschen was haben. Wir brauchen momentan eh nichts, ne? Das hier ist High Density, dicht gesiedelt. So, hier könnte man noch was hinbauen, theoretisch. Ich finde das hier immer noch sehr scheiße, muss ich zugeben. Ich finde, das sieht immer noch sehr ugly aus. Sehr ugly. So, hier fahren die ganz fleißig. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Kommt die Feuerwehr pünktlich? Ja, die Feuerwehr kommt pünktlich. Ja, brenne. Der kippt da Benzin rein gerade. Das ist ganz normal. Stuckenborstler Feuerwehr muss natürlich auch gucken, wo sie bleibt. Deswegen nochmal ein bisschen Benzin in den Brand kippen. Das nennt sich Arbeitsplatzbeschaffung. Und wir kommen hier. Haben wir eigentlich das Ding schon ein zweites Mal? Doch, haben wir ein zweites Mal angebunden. Sieht auch nicht besser aus. Alter Schwede. Ich habe die Vermutung, dass das hier vielleicht nicht unbedingt ganz optimal ist. Ich weiß nicht. Okay, die Achterbahn. Übrigens, ich habe gesehen, die gibt es jetzt auch bei Steam. Im Workshop hat jemand nachgebaut. Die kann man jetzt im Steam-Workshop aktivieren und direkt bauen. Ich weiß nicht, warum jemand das machen sollte. Ach du Scheiße. Heilige Scheiße. Leck mich fett. Das hier ist echt ein Problem. Die fahren natürlich nur da oben hin, nicht da unten. Ich müsste die Straße leider abreißen. So, die fahren jetzt alle da oben auf die Straße. Die da unten drehen alle um. Ich guck nochmal ganz kurz, was jetzt passiert. Die müssen ja trotzdem irgendwo lang fahren. Jetzt fahren die da unten rum. Und da haben wir zum Glück nicht ganz so was Krasses. Ich glaube, da oben war es einfach zu übertrieben. So, die fahren auch gleich zweispurig, das ist ganz gut. Wieso fahren die eigentlich nicht da oben raus? Das verstehe ich nicht, weil das nur hier angeschlossen ist. Weil der Kreis hier in der Mitte gar nicht angeschlossen ist an die anderen Dinger. Hohohoho. Natürlich, das könnte natürlich sein. Yeah, ist nicht angeschlossen. Was ist denn hier los? Ist nicht angeschlossen. Genau wie der da unten. So, ich glaube, dann könnte sich das auch direkt gleich ganz anders auflösen, vielleicht. Ach, die waren da oben angeschlossen. Stimmt ja. Na, egal. Scheiße, habe ich ganz vergessen. Sie fahren trotzdem darum. Blechlawinen rollen heiß. Blechlawinen, wie jeder weiß. Huch, was denn? Ein neues Grundstück. Ich freue mich sehr. Da schaue ich natürlich gleich mal. Ich weiß aber noch gar nicht. Hierhin, dahin, dorthin, hier will ich schon gar nicht. Da oben wird mir gefallen eigentlich.
Oder vielleicht tatsächlich mal hier unten. Komm, wir machen hier unten. Vielleicht reißt sich das Gebiet später noch ab. Also mir gefällt es ehrlich gesagt nicht so wirklich. Ich finde das optisch nicht schön. Ich finde, das ist einfach wie so ein misslungenes Experiment. Und genauso sollte man es auch behandeln. Mein Vater, tu es nicht. Doch, du bist ein misslungenes Experiment. Vater, Vater. Ein Flughafen. Ja, wäre auch schön. Traue ich mich hier noch gar nicht. So. Ich weiß gar nicht, wie ich da bauen soll, jetzt ehrlich gesagt. La 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 la. Ach, da komme ich ja eh nicht. Da komme ich rüber? Ob das gut ist, weiß ich nicht. Wir werden es erleben. So, da ist erstmal Schluss mit lustig. Diese epische Musik. Achso, hier kann ich ja gerade bauen eigentlich. Was ist denn das hier mit dem Zug eigentlich? Ach, weißt du. Nee, warte, da müssen wir, das ist Autobahn, ne? Hier, oder? Ist das Autobahn? Nee, sechsspurig. Mehr Beton. Wir brauchen mehr Beton. Schwerbeton. Ich weiß, es sind aber zwei Autobahnüberfahrten. Ich weiß gar nicht, welchen Sinn das hat. Ich habe die einfach weitergeführt und da oben Scheiße gebaut. Jetzt habe ich hier schon wieder so eine komische Küstenstraße gebaut, die gar nicht meinem eckigen Stil entspricht, verdammt. Der eckige Stil, der so gut funktioniert hat, bis auf den Verkehr natürlich. Was ist denn hier oben bloß passiert? Das würde ich gerne mal wissen. Verlassen, aber warum? Warum habt ihr mich verlassen? So, alle abreißen. Da kommen schon wieder neue hin. Da finden sie wieder neue Idioten, die da wohnen wollen. Vielleicht war das einfach zu viel Sackgasse da hinten. So, wie sieht's denn da hinten inzwischen aus? Also hier läuft's, ist zwar viel Verkehr, aber läuft. Da unten läuft's nicht ganz so rund. Vielleicht soll ich da noch einen Kreisverkehr hinmachen. Ja, weißt du was? Dann scheißt der Hund drauf, dann machen wir eben genau das. Was soll denn der Geiz jetzt? Was soll der Geiz? Yeah! Fucking Kreisverkehr 2015! So, hier. Bams. Wo ist denn der Kleine, ne? Wieso versucht er den zwingt? Nee. Das müsste gehen, hoffe ich. So. Naja, ist nicht hundertprozentig sauber.
es ist ja schief. Aber egal, das wird für hinterher gar nicht mehr auffallen. So, hier, Industry, Industry, alles Industry. Da steckt das Wort Tree ja schon drin, das ist Umweltschutz. In this tree, we are all together. So, mal gucken. Darf man jetzt nur noch über Kreisverkehr bauen eigentlich? Hier ja genauso. Ach du Scheiße. Einige Wagen verschwinden schon, weil die so lange unterwegs sind. Wenn es sich zu lange staut, dann werden ein paar Wagen rausgenommen. Die fahren die Strecke dann nochmal von vorne. Das weiß ich zufällig inzwischen. Ah, der Garbage Atomizer, den sollen wir nochmal angucken. Worauf wartet ihr denn? Stau! Ekelhafter Stau! Das sind zwei... Ah ne, Hightech-Gadgets. Ich hab gerade gesagt, zwei Müllverbrennungsanlagen. Sah gerade ein bisschen so aus. So, hier kommt jetzt neue Superindustrie hin, nachdem jetzt hier alles geklärt ist. Hier natürlich nicht. Ist immer noch alles scheiße. Verdammt. So, wie sieht's aus mit dem Garbage Atomizer? Ich wollte ja die Dinger da hinten rausnehmen, damit die Leute da hinten nicht so krank werden. Dann können wir mal angucken. Wie kostet der? 54.000. Okay. Und dafür nehme ich die Dinger da hinten weg. Wie sieht's denn aus? Boah, die sind teuer. Die sind teuer. Minus 2.800. Und die hier? Minus 1.440. Na gut, aber wir könnten sparen. Der Gravenator können wir auch nochmal angucken. Ich vergleiche mal gerade. Müllverbrennungsanlage 4.000. Verarbeitungsleistung 11.000 die Woche. Achso, klar. Der hat 800.000. Die haben 400.000. Das sieht schon mal besser aus. Sollte nur ein bisschen mehr verteilen. Und ein Recycling Center. Da guck ich auch nochmal drauf. Slowly sifts through and removes garbage over time. Very noisy, inefficient, but it's 100% clean. Verschmutzung 0, Lärmbelastung 100. Ja. Wie viel Kapazität hat die? 250.000. Ja, dann bleibe ich mal lieber bei denen hier. Warum sind die so schwarz noch? Müllreserven 0. Warum? Warum, warum? Die haben auch Müllfahrzeuge in Verwendung. Die hier auch. 2 von 27, 2 von 27. Okay. Ich gehe mal ganz kurz auf Risiko ein. Ah, jetzt qualmt das eine Ding sogar. Sehr gut. So, wahrscheinlich wird es gleich zu Lieferengpässen kommen, also Sachen Müll. So, Müllreserven 18.000, da geht's schon los. Da wird fleißig angeliefert. Ich hoffe, die kann ich dann auch noch wegräumen und kann dann so ein paar andere hinballern. Ich finde es einfach besser, als diese kleinen überall zu haben. Weil wir auch ein bisschen mit der Zeit gehen wollen. Es ist 2037. Die Technik kann sich ja ruhig ein bisschen weiterentwickeln. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ich muss nur gucken, dass wir genug Müllfahrzeuge im Einsatz haben. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Und hier, die müssen wir ja natürlich auch noch wegräumen. Was ist das mit dem Friedhof, der neue? Was ist mit dem? The Gravenator. Patientenkapazität 500. Wie viel hat das?
3000. Der dieser Friedhof hat... Die hat 500? Kosten gleich viel. Wasser, Strom 128 Kilowatt. 105. Der Gravenator ist, glaube ich, sowas wie ein Krematorium, nur dass die Leichen halt wirklich vergilben, sozusagen. Friedhofsauslastung ist überhaupt nicht. Krematoriumverfügbarkeit, also da stehen wir echt gut da. Da muss ich momentan nichts Neues bauen. Hätte zwar gerne gesehen. So, paar höhere Einnahmen haben wir jetzt auch, weil wir diese neuen Dinger im Einsatz haben. Ich hoffe, dass mir niemand böse, dass ich sie gebaut habe, aber ich finde es ein bisschen realistischer, wenn die Gebäude sich auch weiterentwickeln. Also im Jahre 2037 darf man ruhig sich mal eine neue Müllverbrennungsanlage gönnen. Gerade wo so viel mit Recycling gemacht wird. Hier bin ich überhaupt nicht glücklich, ehrlich gesagt. Kann ich eigentlich, nur mal so Interesse halber, wenn ich jetzt hier so... Kommt jetzt von rechts oder kommt ihr von links? Ist das jetzt so oder ist das jetzt so? Also ich kann auf die Brücke natürlich anbauen, aber das will ich erst später machen, wenn ich wirklich sehe, aha, hier fahren Leute rum. Im Übrigen würde ich gerne Folgendes tun. So, Wasseraufbereitungsanlage hier. Sieht furchtbar schäbig aus, das weiß ich selber. 1, 2, 3, 4, 5. Wie viel haben wir jetzt momentan im Einsatz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tatsächlich. Okay. Ich will natürlich die Kacksuppe. Ich will die Kacksuppe nicht unbedingt durch die Zichte leiten, sondern vielleicht, hier brauchen wir noch ein Schlömpelhaus, übrigens in kleinen Pofingen. Außerdem sieht es dann auch viel zu gemütlich aus. Wie sieht es denn aus, Freunde? Wir können auch da nochmal sicherlich mit dem hier rübergehen. Mit Le Pinsel. So, Experiment ist gelungen. Aber ich möchte es natürlich nicht so lassen. Ich bin immer sehr für Platzoptimierung. So, in der Mitte vielleicht auch. Ach, hier kommen. Lalala, hui. So. Eigentlich hätte ich da auch die gering besiedelte Dichte nehmen sollen, aber ist mir eigentlich auch gerade Wurst, ehrlich gesagt. Können wir ruhig mal so machen. So. Wie sieht's aus? Wer möchte hier wohnen? Wir haben noch die Werbewohnungen frei. Ah ja, da wird schon... Oder? War das vorher schon so, dass da gebaut wurde? Ich weiß gar nicht. Jetzt bräuchten wir theoretisch... Genau, Strom bräuchten wir da hinten. Hier haben wir auch zwei Müllverbrennungsanlagen. Weißt du was? Die klopp ich mal beide weg. Bumpft. Bumpft. Und dann hauen wir da mal lieber die neuen hin. Gefällt mir wirklich gut. So. Aha, mit A. Die benutzen also den Arthur-Kopf. Ich verstehe. Der ist sehr praktisch und neu. So, das müsste ja gehen, ne? Zack. Hallo? Strom! Na also. Wasser müssen... Brauchen die Wasser? Haben wir... Haben wir, ist okay. Gut, der Verkehr da hat sich da aufgelöst. Hier muss ich sagen... Ich glaube, das ist ein klares Nein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht sollte ich hier einen Kreisverkehr machen. Das mit dem Zug ist aber schwierig, ehrlich gesagt.